Irgendwann geht selbst in den Höhenlagen des Harzes der Winter seinem Ende entgegen. Im Frühling werden die Bäche von der Schneeschmelze regelrecht geflutet. Die Wasseramsel ist jetzt ganz in ihrem Element. Ihre Jungen sind schon flügge und warten ungeduldig auf Futter. Tauchen und Schwimmen im eiskalten Wasser, da macht der Wasseramsel keiner was vor. In Windeseile hat sie den Schnabel wieder voller Insektenlarven. Ihre Sprösslinge haben sich weit vorgewagt für einen schnellen Happen. Wasseramseln finden im Harz einen perfekten Lebensraum. Das gilt nicht mehr für alle einst hier heimischen Vögel. Auerhühner wurden seit 1978 wieder in großer Zahl ausgesetzt. Aber die imposanten Vögel konnten nicht Fuß fassen. Sie stellen hohe Anforderungen an ihren Lebensraum. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif dafür. Nur wenige Auerhühner durchstreifen noch die Wälder. Eine einsame Balz. Der Hahn wird wohl keine Henne mehr finden.